Vorlage in Vorbox-Fluss, veraltet der Douro. Douro ist der drittlängste Fluss der Iberischen Halbinsel. Er entspringt in der spanischen Provinz Soria, durchfließt Nordspanien und Nordportugal und mündet bei Porto in den Atlantischen Ozean. Er ist etwa 897 Kilometer lang. Geografie: Der Douro entspringt in den Pecos de Urbion in der nordspanischen Provinz Soria auf 2080 Meter Höhe. Er durchfließt die autonome Gemeinschaft Kastilien und León entlang der Städte Soria, Almazán, Aranda de Duero, Tordesillas und Zamora. Auf 112 Kilometer Länge bildet er die spanisch-portugiesische Grenze, an der die Flusslandschaft auf beiden Seiten in geschützten Naturparks liegt. El Reibs del Douro und Douro International. Von hier aus fließt der 213 Kilometer in Portugal, passiert dabei die Städte Miranda do Douro, Pinhão und Peso da Régua sowie das Weinbaugebiet Alto Douro. Bei Porto und Vila Nova de Gaia mündet der Douro in den Atlantik. Nördlich seines Mittellaufes liegt in Portugal das Hochplateau der Serra de Borbereira mit der Megalithanlage CHA da Parada. Im Neolithikum war das gesamte Gebiet nördlich des Douro einschließlich Galiciens ein einheitlicher Kulturraum. Linke Zuflüsse sind Agueda, Jels und Tormes. Dazu kommen eine Reihe von Flüssen mit sehr geringer Wasserführung wie der Riaza, der Duraton, der Cega, der Adaya, der Sapadil, der Guarena und der Trabancos. Geschichte: Der antike Name des Douro lautete Durius. Numencia war die bedeutendste Stadt an seinem Ufer. Der Douro markierte in der frühen Phase der Reconquista bis etwa zur Auflösung des Kalifats von Córdoba das Grenzgebiet zwischen dem christlichen Norden Spaniens und Al-Andalus im Süden. Hinweise auf diese ehemalige Grenze geben einige noch erhaltene maurische Wachtürme in der spanischen Provinz Soria sowie die Burg Penafiel im Norden der Provinz Valladolid. Verkehr: Zwischen Porto und Pocinho verkehrt die portugiesische Eisenbahn auf der Linha do Douro größtenteils entlang des Flussufers. Von der Quelle bis zur Mündung verläuft außerdem der internationale Fernwanderweg GR14 Centa del Douro. Es gibt Belege für die Nutzung des Douro als Schifffahrtsweg bis in die Zeit der römischen Besatzung. Heute ist der Douro fast nur auf portugiesischem Gebiet schiffbar. Von seiner Mündung bis zur Grenzregion bei Vegatero ist er auf 210 Flusskilometern durch 5 Schleusen mit Fahrzeugen nicht länger als 83 Meter, einer Breite nicht größer als 11,40 Meter und einem maximalen Tiefgang von 3,80 Meter befahrbar. Wirtschaft: Von der spanisch-portugiesischen Grenze bis Mesao Frio bildet die Gegend um den Douro die Weinregion Alto Douro, das streng abgegrenzte Anbaugebiet des Portweins. In früheren Zeiten wurden die Fässer aus dieser Region und ihrem historischen Zentrum Peso da Régua aufboten bis in die Portweinkellereien in Vila Nova de Gaia und Porto verschifft. Alto Douro wurde 1756 Dekasekunden weltweit erste geschützte Weinbaugebiet und zählt seit 2001 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Neben dem Portwein sind hier auch die Rotweine von Bedeutung. Auf spanischer Seite liegt bei Aranda de Douro das Weinbaugebiet Ribera del Douro, in dem vor allem Tempranillo-Rotwein angebaut wird. Flussabwärts gesehen wird der Douro durch die folgenden Kraftwerke aufgestaut. Fotos: Spanischer Teil des Douro, Quelle: Spanischer Teil des Douro bei Toro, Spanischer Teil des Douro bei Zamora, Internationaler Teil des Douro, Naturpark El Reibs del Douro bei Famoselle, Internationaler Teil des Douro vom Staudamm bei Alde Adavila de la Ribera, Portugiesischer Teil des Douro bei Porto, Portugiesischer Teil des Douro, Mündung in den Atlantik. Punkt. Siehe auch: Liste der Flüsse in Spanien.